Hallo. Schönen guten Tag, ich bin die Frau Miro von Energieversorgung Goldgas und möchte Ja. gerne mit den Herrn Solinder sprechen. Ja, der ist bei Telefon. Super, Ja. deswegen ich anrufe. Sie haben doch vor kurzem mal einige Fragen online zum Thema Gas und Strom beantwortet. Und dass wir uns eben nochmal melden von Goldgas, um einfach mal zu schauen, was man für den gleichen Verbrauch weniger bezahlen kann. Für Gas. Ja. Was zahlen Sie monatlich an Gas? Ich meine 45 Europa. Und wie sieht es bei Strom aus? Was zahlen Sie da? Ist das das in Electricity 63, glaube ich. 63. Weiß nicht genau. Sie sind doch gerade zu Hause, ne? Ja, Balkonien. Ja. Und Sie haben doch bestimmt schon eine Endjahresabrechnung bekommen von Ihren Anbieter. Ist ja noch ein paar Monate. Das wird noch nicht kommen. Haben Sie eine alte Endabrechnung vom Vorjahr? Vielleicht. Weil da steht nämlich auch der Jahresverbrauch drauf. Und Das ist das so eine ganz große Zahl gewesen. ich habe eine Frage. Sind Sie bei der E.ON? Ja. Ah ja, dann kriege ich auch raus, was Sie für einen Jahresverbrauch haben. Okay. Wenn Sie 45 Euro bezahlen, dann kriege ich das raus. Okay, Sehr gut. weil ich habe die E.ON nämlich vor mir. Oh, also sind Sie von Ja, der Firma? ich bin von Goldgas. Goldgas, okay. So, ganz kleinen Augenblick. Chip. So, da haben Sie. Ganz kleinen Augenblick. Ich muss das mal rauskriegen, was Sie da für einen Verbrauch haben. Ja. So. Ich habe Zeit, muss nur warten, Das ist lieb. bis den Steak fertig. Ach, Steak, das ist doch was Feines. Jetzt bei Balkon, möchten Sie auch eine haben? Ach, gerne. Da können Sag ich wir nicht nein. gute Deal machen. Möchten Sie Indisch Curry Sauce haben? Ja, gerne. Ja, mögen Sie scharf essen? Ja, ich esse gerne scharf. Oh, sehr gut. Sehr gut. Dann können wir Deal machen. Ah. So, also. Haben Sie denn schon mal Ziege gegessen? Nee, Schaf habe ich bloß gegessen. Das ist, Ziege ist ein bisschen anders. Das muss man probieren, ob man das mögen. Mögen Sie Ziegekäse? Ziegenkäse esse ich auch. Ja, das schmeckt so ähnlich. Nur halt nicht Ach nach so. Käse, sondern nach Fleisch. Ah, Sehr alles klar. gut, sehr gut. Dann habe ich so Ziege fahren. Ne? Und das Ziegebock ist bei Auto gelaufen. Jetzt können wir das essen. So ist es. Jetzt könntest du nicht wegschmeißen. Nee, das stimmt. Ne? Das ist teuer alles genug heutzutage. Das Nagbar, der muss das Ziegebock bezahlen, ich werde es trotzdem essen. Ja, na klar. Ja, klar, muss man doch die So Situation ist es. nehmen. Na, aber, ne? Das ist, man So muss ist ja es. auch das, weiß nicht, wie heißt das, für TV bezahlen, wenn man gar nicht TV gucken. Da kann der auch mal bezahlen. Rundfunkgebühr, ne? Oh mein Gott, ja, das mit denen anlegen, aber man kann wohl nicht gewinnen. Nee, da haben Sie vollkommen recht. Da haben wir keine Chance. Ja, da habe ich auch zu das sagen, was soll das heißen? Ich will das, ich kann das nicht verstehen, ich will das nicht hören, nicht sehen. Und dann habe ich gesagt, wo soll ich die Ziege hinschicken? Und da sagt die Ja. Frau, was für ein Ziege? Sag ich, ja, sie wollte sie doch ein Ziege schicken. Ja, wir haben doch gar keine Bestellung gemacht. Er sagt, ja, ist ja egal, ich habe ihres ja auch nicht bestellen. Dann wollte die Polizei anrufen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wenn das nicht so weit weg wäre, hätte ich Azubi mit Ziege dahin schicken. Da kannst du dahin bringen. Das stimmt. Einfach nur das blöde Gesicht dort gucken, was die dann machen. Oh mein Gott. Das ist richtig. Schrecklich. Also, ich habe jetzt mal mit 6000 Kilowatt gerechnet, ne? Würden Sie bei uns bezahlen, bei Goldgas, 36,41 € monatlicher Abschlag für Gas? Oh, weniger. Das ist Weniger, ne? Ging 45 Euro, ne? Ja. So, ich will mal gucken, wie es bei Ihnen bei Strom aussieht. Und wie haben Sie das denn Berechnung bei 6.000 machen? Das liegt am Arbeitspreis, ne? Dadurch, dass wir von Goldgas einen Arbeitspreis haben von 4,78 Cent, Ja. ne? Ja. Und die E.ON Arbeitspreis hat über 6, noch was Cent, Ja. ne? Können wir preisgünstiger sein. Deswegen sparen Sie Geld bei uns. Ja, aber wo das Zahl 6.000, wo kommt das, wo haben Sie das Ich habe genommen? die E.ON vor mir gehabt. Ne? Den Grundversorger hatte ich bei Gas, die E.ON vor mir. Ich habe mich rangetastet, dass ich auf Ihre Summe komme, was Sie zahlen. Oh Gott, Ne? ja. Und dann 6.000 Kilowatt. Ne?
Ja, da man kann sich rantasten, ne? Muss man das dann in Berechnung machen, weil ich habe das bei denen nie machen. Wie meinen Sie das? Ja, das mit Geräten und Verbrauchern, weil das muss man ja in Addition machen. Sie haben doch bestimmt schon mal eine Endabrechnung bekommen von der E.ON, ne? Keine Ahnung. Ja, das ist meine Frau, das Postkrieg machen. Das macht die Frau alles. Ja, aha, natürlich. Aha. Du musst die Ziege schlachten, Frau kann einen Brief schreiben. Okay, machen wir es andersrum, dass wir genaue Werte haben. Ja, soll ich Sie? Ich bin jetzt gerade zum Kühlschrank gelaufen, da ist ein Aufkleber drauf, das braucht 213 kWh bei Jahr. Steht 213? Ja. 213? Ja, steht da drauf, kWh Annum. Das ist doch, Annum ist doch ein Jahr, oder? Ja, 213 so wenig? Steht da drauf. Sie meinen eher 2013, ne? Ne, so viel KWH. Braucht doch eine ganze Wohnung bei einem ganzen Jahr. Das ist aber wenig, 213 Kilowatt. Für Strom, nicht von Gas. Ja, Strom. Ja. Das ist, ne, oder meinen Sie, Sie meinen bestimmt 2013 Kilowatt. Nein, ich bin Mathematik-Fanatik, kann das Zahlen schon unterscheiden. Ich glaube Ihnen das. Vielleicht hat meine Frau das nur gekauft, weil das da draufsteht. Und das ist so eine Betrügung gewesen. Ich weiß nicht. Ich kann sie nur vorlesen. Ja, ich glaube Ihnen das. Weil bei, ne, aber 213 Kilowatt ist ein bisschen wenig. Weil da immer so viele Leute bei uns anrufen. Und jetzt meine Frau das Kühlschrank kaufen, weil das gute Deal machen. Also ich kann Ihnen wirklich sagen, 213 Kilowatt für Strom, ja, das ist zu wenig. Dann zahlen Sie nach. Ja, aber wir müssen ja das andere Gerät noch dazu nehmen. Das ist jetzt hier nur für das Kühlschrank gewesen. Ach so. Ja. Mann, Sie sind gut. Ja, ich hab doch gesagt, ich bin bei dem Kühlschrank und da ist Aufkleber drauf. 213, okay, nächstes Gerät. Ja, weiß nicht, was hat ein Mikrowellen? Das ist immer unterschiedlich. Ja, weil das ist fast so alt wie ich, das hat keine so Aufkleber. Mhm. Also wenn wir danach durchgehen, ne? Ja. Wenn wir uns jedes elektrische Gerät nehmen, ja, nach der Kilowattzahl nehmen, dann sitzen wir heute Abend noch hier. Ich mach's andersrum. Ich hab dann wir sind jetzt bei Wohnzimmer, hab ich HiFi Stereo, TV, Lavalamp. Ja, das Computer von Frau. LCD-TV. Und muss 6 Glühbirnen und Radiowecker. Ist das in Ordnung? Ja, ja. Muss mal weitergehen, warte mal. Na, ich hab das Aktivrausch vergessen. Können Sie das noch aufschreiben? Ja. So Kinderspielzeugen. Das haben wir mal bekommen. Das ist von so Marktforschung gewesen. Oh, das ist ach so schön. Ja. Für den kleinen Sohn. So ist bei Schlafzimmer. Ja. Das große TV-Beamer-Leinwand. Ja, das elektrische Fensterheber. Ja. 2 Wecker. Ah, nee, das ist ja mit Batterie. Das muss man nicht mitnehmen. Mit Batterie. Das ist mit Batterie. Dann ist ein Massagestab von meiner Frau. Zwei Glühbirnen. Ja. Gaystation. Und das Handyladung. Aber das ist ja egal. Das ist ja nicht so viel, oder? Nö. Was geht mit dem Handy? Was gibt bei Sie zu essen, junge Frau? Bei mir? Ja. Oh je, ich weiß noch nicht, was ich heute esse. Ne, das hört sich an, als ob Sie jetzt gerade essen. Nein. Ich hab einen Krümel im Hals. Oh Gott, soll ich Sie einmal bei Rücken hauen? Sage Sie, Kollege, dann muss Sie Leben retten. Ich wollte was trinken. Oh Gott, ja, können Sie auch einen Wodka haben? Wodka. Na gut, Wodka ist was Schönes. Also sag ich nicht nein. Ja, weil das ist aber doch bestimmt anstrengende Arbeit, weil viele Menschen bei Telefon immer so unfreundlich sein. Och, mir macht Spaß zu telefonieren. Ja? Ja, mir macht Spaß. Wir gibt es heute Mittag, da hat es einer angerufen, der wollte bei mir das, wie heißt denn, Anwaltversicherung, Verkaufung. Und das, Sie sind so nette junge Mann, dass Menschen bei Telefon immer schreien, immer auflegen, immer Beleidigungen machen. Ist das bei Ihnen anders gewesen?
Ja. Und das hört sich also, nicht so glücklich also, es ist so, es gibt so einen Kunden, es gibt solche Kunden, ne? Also, ja. Ich nehme so jeden Kunden, so wie er ist, ne? Also, man muss sich drauf einstellen auf den Kunden, also, ne? Also, wenn das bei Telefon anders ist, Arschloch, dann sie auch Arschloch-Modus anmachen. Nee. Wenn er sagt, wenn er wirklich so einen Ton, so ein Wort sagen würde zu mir, ne? Dann würde ich sagen, ja. So müssen wir uns leider nicht unterhalten. Hallo, ich bedanke mich fürs nette Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Nicht auflegen, hallo. Nein, ich bin noch da. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Ich wollte nicht Nein. Ich wollte ihm bloß mal sagen, was man denn sagt dazu, ne? Ach so. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein, alles okay. Oh, sehr gut. Alles also, ich okay. Ich bin jetzt bei Kinderzimmer gelaufen. Ich würde Sie ja sagen, was ist das alles für Geräte, aber man kann fast nicht laufen. Das ist, das hat ein PlayStation, auch ein GameStation, das Dominion Edition, falls das wichtig ist für das Protocolling. Dann habe ich mir TV. Ja. Drei Glühbirnen. Ja. Zwei Lavalampen. Ja. Und das andere ist mit Sonne liegt. Das ist ja egal. So ist das. Richtig. So, bei Flur gucken. Das ist, habe es so ein Elektrik, kennen Sie von das für das Katzen? Das kann man so mit so einem Flauschdingen, was die das jagen? Haben Sie kurz Zeit? Das hält man so ein Spielzeug. Das hängt man an eine Schnur wie so ein Anker. Ach so. Ja. Und dann läuft die Katze hinterher. Ja, das ist mir zu dumm gewesen. Weißt du, man muss das ja immer halten und bewegen. Das fast meinen Arm kaputt machen. Und da habe ich das Elektrik, das sich dreht wie Glücksrad. Ich habe das bei Wandern machen. Boah, ist auch gut. Ja, das haben, dann habe ich 6 Glühbirnen. Aha. Müssen Sie das Wattzahl haben? Nö. Weil da müsst ihr gucken. Ich weiß nicht, ob sind jetzt 60 oder 40. Nein, brauchen Sie nicht gucken. Alles okay. Aber so viel Gerät, ne? Telefon, das steht in Telefon und Faxkopiergerät. Und Staubsaugung, aber das, da müssen wir gucken, weil das wir ja immer bei anderen Zimmern dran machen, bei Steckdosen. Ja. Wo sollen wir das reinrechnen? Also, jetzt haben Sie mir wirklich alles wunderschön aufgezählt. Ja, ne? Wir sind noch nicht fertig. Jetzt müssen wir bei Arbeitszimmern noch machen. Ach, Arbeitszimmer auch noch. Ja, gut. Natürlich, muss das ja alles machen. Das ist auch gut. Ja, ist richtig. Ja. Zwei Bildschirme. Ja. Das Webcam. Ja. Mikrofon. Ja. Dann habe ich Kamera und Leinwand. Ja. Ja. Nochmal ein Drucken. Ja, und so ein Fußmassage und Massage-Sessel. Aha. Ja, und Headset. Das ist mit Kabel. Ja. Und Boxing, also das Soundboxing. Ja. Ja. Und wie ist mit Heizung? Ne, das ist ja wieder für Gas, oder müssen wir das... Das ist für Gas, also Gas ist schon alles okay, ne? Ja, dann müssen wir Herd auch aufschreiben. Herd ist auch richtig, das ist auch wichtig. Und wir haben neun Heizungen bei Wohnung. Ja. Wie ist das, müssen wir das mit Berechnung, wie viele Stunden das laufen, dass man weiß, wie viel das verbraucht? Ja, das Problem ist, man hat ja nicht alles gleichzeitig an. Okay. Das ist ja immer unterschiedlich, ne? Die benutzen ja nicht alles gleichzeitig. Ja, das ist richtig. Ne? So ist es, ne? Und es ist eben wirklich so, man sieht es immer wirklich nur an der Endabrechnung, wenn man die Endabrechnung bekommt von Strom. Ne? Was der Kunde wirklich im Jahr verbraucht hat. Ne? Nee, das würde wegen Gasheizung, nichts Strom. Gas jetzt? Ja. Aha, okay. Oder nicht. Sie wollte doch das mit Gas machen. Gas auch, ja, Gas waren wir ja schon. Jetzt sind wir ja bei Strom gewesen. Ach so, ja, okay. Ja. Können Sie nochmal, dass ich nichts habe vergessen, können Sie nochmal vorlesen? Was kann ich nochmal vorlesen? Das Geräten. Also, ich habe mir die Geräte jetzt nicht aufgeschrieben, ne? Oh Gott, ich muss jetzt alles nochmal sagen. Warte. Okay. Nein, Sie brauchen gar nichts nochmal sagen. Ist alles okay, wir brauchen die Geräte nicht nochmal aufzählen. Es ist alles in Ordnung. Ja, aber wir müssen doch das Berechnung machen. Die Berechnung kriegen Sie immer nachher von Ihren Energieanbieter. Oh, und deswegen hat man... Oh Gott, muss ich vorher wissen. Nein, passen Sie auf. Es ist so, Sie werden mal mit Ihrer Frau reden, die sucht die letzte Endabrechnung raus für Gas und Strom. Ja. No? So,
dann werde ich mich noch mal melden bei Ihnen und dann sehen wir, was Sie am Verbrauch haben bei Gas und Strom. Das steht nämlich auf der Endabrechnung drauf. Ja, aber ich dachte, Sie wollen das jetzt, das Berechnung durchführen. Berechnung würde ich gerne durchführen, wenn ich wirklich den richtigen Jahresverbrauch habe. Was Sie genau an Gas verbrauchen im Jahr und was jetzt, Sie genau an Strom verbrauchen im Jahr. Bin ich jetzt umsonst von meinem Steak weglaufen und habe Sie sagen, was habe ich für Geräte zu Hause? Ach nee, ich fand es aber ganz toll, fand ich das. Ne? Also muss ich ehrlich sagen, fand ich schön. Hab ich, gibt es, weil ich bin nicht so aktuell, gibt irgendwelches Gerät, das muss man haben heutzutage? Also Sie haben schon wirklich Top-Geräte. Ja? Ja. Sehr gut. Ne? So, jetzt die Frage, wann kann ich mich denn nochmal bei Ihnen melden? Weißt du, können wir das nicht, das Live-Berechnung machen? Nein, leider nicht. Oh mein Gott. Also es ist so, ich brauche wirklich den letzten Jahresverbrauch, was Sie haben an Sie Gas kann, und Strom. Die kann ja das geräten. Die kann ja bei Dr. Google bei Verbrauch gucken. Das steht ja bei Internet bestimmt drinnen. Aber es steht ja nicht drin, was Sie verbrauchen direkt im Jahr. Weil es ist ja, Sie nutzen ja nicht alle Geräte gleichzeitig. Ne? Und also meistens werde ich das Licht- und Kühlschrank gleichzeitig benutzen. Ja, Kühlschrank ist klar, der ist Tag und Nacht an. Ja, ne? Meistens, ja. Also wir arbeiten wirklich nur mit dem gleichen Jahresverbrauch, was der Kunde hat. Oh Gott. Ne? Ja, oh Gott, aber das ist gar nicht so schlimm. Sie fragen einfach Ihre Frau nach der letzten Jahresendabrechnung für Gas und Strom. Ja, soll ich Sie vielleicht meinen Sohn geben? Wie alt ist Ihr Sohn? 19, weil ich kann auch nicht so gut Deutsch lesen. Dann gib meinen Sohn her. Ja, warte mal. Florian, komm mal her. Der hat keine Ahnung, wenn du das Gerät denn? Hast du eine Bestellung machen? Ja, was redest du denn? Der hat keine Ahnung. Guck mal. Hallo? Hallo, Herr Solinder. Ich bin's, die Frau Miro von Energieversorgung Goldgas. Ich spreche jetzt mit dem Sohn. Ja. Gut. Was ist bestellt also, worden? Ich habe das nicht verstanden. Nein. Vater hat es auch irgendwie nicht verstanden. Keine Bestellung. Okay. Ne? Keine Bestellung. Es geht einfach nur darum. Ihr Vati hatte online einige Fragen zum Thema Gas und Strom beantwortet. Ne? So, wir melden uns von Goldgas, um mal zu schauen, was man für den gleichen Jahresverbrauch, was man hat bei Gas und Strom, weniger an Geld zahlen kann monatlich. Ja, und was ne? soll ich da jetzt machen? So. Nein. Du sollst dein Vati. Ich habe gerade mit meiner Gaystation gespielt. Nein, ganz einen kleinen Umblick. Du sollst bloß deinem Vati sagen, dass die Mutti einfach mal die letzte Endabrechnung raussucht für Gas und Strom. Ach, weil dieser, da steht der Jahresverbrauch dieser drauf. Dieser Zettel, der da immer kommt. Korrekt, die man ein Jahr im Jahr kriegt. Muss das die Mama machen, sonst kann ich da auch hinlaufen. Kannst, wenn du das weißt, was ist? Ja klar, ich lerne Versicherungskaufmann, ich kenne das. Ach so, oh, okay, gut. Also es ist zwar nicht meins, aber ich will gern in den Sachen von anderen Leuten rum. Aha. Mal gucken. Ich laufe da mal, darf ich sie mitnehmen? Ja, na klar, gerne. Okay. Sind Sie von Stadtwerken? Nein, ich bin von Goldgas. Was ist das denn? Goldgas, wir sind ein Gas- und Stromanbieter. Ach so. Eigenständiges Unternehmen. Das ist toll. Oh nein, jetzt habe ich es runtergeworfen. Was machst du da? Ja, tut mir leid, das ist mir runtergefallen. Jetzt kannst du es aufheben, das ganze Board in vollen Papieren. Jetzt reg dich mal nicht so auf. Oh, ist das schlimm heute wieder. Er hat immer so einen schlechten Tag, wenn er Ziege schlachtet. Ach so. Na gut, die ist jetzt totgefahren worden, aber ist ja egal. Ja, das hat er erzählt. Ja, widerlich. Jetzt grillt er das Ding. Also. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Was hast du da? Strom oder Gas? Nee, da steht Meldebestätigung drauf. Das ist das doch nicht. Oh, nee. Ihr habt ein schreckliches Chaos hier und zu mir sagt ihr, ich soll mein Zimmer aufräumen. Typisch Eltern. Schrecklich, ne? Oh, ich hasse es. Aber ich habe das neulich irgendwo gesehen. Da hat meine Mutter mich nämlich gefragt, ob wir sowas noch brauchen. Da sag ich, heb das mal auf. Da steht irgendwas mit Geld drauf, dann kann man das immer brauchen. Ja, das stimmt. Nee, das ist AOK, das wollen wir auch nicht haben. Nein. Da liegt eine Socke im Regal. Auch nicht meine. Oh, das sieht gut aus. Ja. 3.400. Bei Gas oder ist das Strom? Da steht Strom drauf. Strom, okay, gut. Hast du auch Gas? Ja, ich habe theoretisch Gas, aber keine Ahnung, wer
kann er eigentlich nur der Papa gewesen sein. Ist ein Kaffeefleck drauf, kann man nicht lesen. Kann man nicht lesen, ha! Weil ich da ja auch den Verbrauch brauche. Okay, bei Strom ne, ist Papa gut. Ne? Also Wasserzeit monatlich. Ja, ne, wir haben jetzt hier noch, ich habe ja gerade mitgekriegt, ich dachte, was macht der denn? Der will jetzt unsere ganze Wohnungseinrichtung bei eBay verkaufen, wo der hier vorliest, was hier alles rumsteht. Er wollte mal das erklären, ne? Also was er alles so verbraucht an Strom bei Ihnen, ne? Und dann müssen wir das trotzdem noch raussuchen. Nein, aber es ist ja so, alle Geräte, die man hat, spielen ja nicht gleichzeitig, verbrauchen ja nicht gleichzeitig Strom. Naja, ne? außer das Aquarium außer Kühlschrank. Und der Kühlschrank. Richtig, ne? So, und darum braucht man immer wirklich die Endabrechnung, weil da steht wirklich der haargenaue Jahresverbrauch drauf, den man hat. Ach so. Ne? So wie du eben gerade gesagt hast, bei Strom mit diesen 3400 Kilowatt. Ja, okay. Ne? Und ist das so, Strom schlimm? Ist gut. Nein, ist alles okay mit Strom. Super. Okay. Ja? Bei Gas siehst du das nicht, ne? Was ihr da verbraucht habt. Nee. Das ist, da, wie gesagt, ganz braun und nochmal drüber gewischt und hier und da. Wundert mich, dass die das überhaupt aufgehoben haben. Also ich hätte das weggeschmissen, bevor mir das alles wegschimmelt. Ja, nee, ist richtig. Ist ja widerlich. Aber man meckern, wenn ich mal einen Teller stehen lasse. Okay, gut. Ich kann mich nicht immer so anmachen, dann sieht das bei euch selber so aus. Wo kommen wir da denn hin, du Kleine? Was wolltest du sagen? Ist schon okay. Oh, ist das schlimm heute? Nein, ist in Ordnung. Gut, dann hat sich das Ganze auch schon erstmal erledigt, ne? Und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Ja, ne? Und was passiert jetzt? Gar nichts, Sie sind mit Strom sehr gut dran, ne? Gas kann ich bloß eins empfehlen, dass Sie immer irgendwie suchen, vom letzten Jahr eine Abrechnung oder von davor eine Abrechnung, weißt du? Dass du da irgendwas findest, wo wirklich mal ein Jahresverbrauch draufsteht bei Gas. Verstehe ich nicht. Ich gebe sie nochmal meinem Vater. Hallo. Hallo? Ja? Also es ist alles okay, ne? Hat sich alles schon erledigt, ne? Aber warum denn? Nein, ist alles gut. Alles in Ordnung. Sie können ihre Ziegel jetzt weiter grillen. Und was, ne? Was mit Strom passieren? Strom sind sie gut. Vom Preis her. Ja, was ist Ihre Preis? Sie haben das ja jetzt nur mal schon sagen. Okay, gut. Sag ich Ihnen, was wir für einen Preis haben bei Strom? Ja. Ganz kleinen Augenblick nochmal. Ach so. Ja, ganz kleinen Augenblick nochmal. Ich habe es gerade gelöscht bei mir gehabt. Oh Gott. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich habe es ruckzuck wieder da. Ja. So, 3400 Kilowatt verbrauchen Sie im Jahr. Ja. Ne? So, Sie zahlen dafür 63 Euro im Monat. Ja. So. Warten Sie. Und dann kann ich Ihnen sagen, würden Sie bei uns bezahlen im Monat? Ja. Ganz genau 93,54 Euro. Also mehr würden Sie bei uns bezahlen. Bei einem Monat? Im monatlichen Abschlag, hm? Ja, nee, dann will ich das ja nicht machen. Sie haben doch gesagt, so dass man Geld sparen. Ja, wenn man gutes Geld sparen kann, ne? Man kann Geld sparen. Was Sie vielleicht können, Geld sparen bei Gas. Das dann bei 2400 so viel Geld kosten? 3400 Kilowatt hat Ihr Sohn angegeben. Nee, das kann ich nicht sagen. Wir haben hier doch keinen Fabriken. Warte mal. Wolltest du das bei mir hinlegen? Warte mal, gucken. Also das, meinen Namen kann ich lesen bei Deutsch. Das ist in Ordnung. Das ist dann, ne, das ist ein 2 dahin. Das ist ein 2. Eine 2 ist das? Aha. Ja, das ist doch hier kein Fabrikgebäude. Das ist nur Ziegenfarm. Kleine Ziegenfarm. Okay. So, also das sind 2400 sind das hier, ja? Ja, 2400. Okay, gut, die sind sie aber trotzdem 3 Euro billiger als wir. Bei uns würden sie 65,21 Euro bezahlen monatlich. Ja, aber warum ist Strom so teuer? Ja, weil normalerweise, ich sag immer, wir heißen ja nicht umsonst Goldgas. Wir sind normalerweise spezialisiert auf Gas. Ja. Ne? Und da können wir eben wirklich teilweise sehr, sehr, sehr günstig sein für die Kunden. Achso, no? Weil das Goldbeiname dann das Goldstrom sehr teuer? Ja, kann man auch sagen, nee. Also es ist immer unterschiedlich, weil Hauptprodukt ist bei uns eben Gas. Ne? Strom bieten wir auch zwar mit an, sind teilweise auch billiger gegen andere über, ja. Aber eben manchmal auch teurer. Ne? Das ist immer so verschieden. Ne? Okay.
Und das Gleiche ist eben bei Gas, ne? Nun weiß ich nicht, was Sie bei Gas genau für einen Jahresverbrauch haben. Muss ich bei das, mein Sohn das doch gerade angucken. Nein, konnte er nicht lesen, ach den so. Verbrauch. Hm, das ist das Problem. Ach, konnte ja. er nicht lesen. Ah ja, ich sehe, okay. Ja? Mein Fehler. Nein, ist nicht so schlimm. Ne? Das konnte er nicht lesen, konnte er das, ne? Ja. Hm. No. Was sollen wir jetzt machen? Wann passen Sie auf. Ja. Das ist dieses Mal eine Abrechnung gewesen. Aber Sie haben doch bestimmt von einem Jahr davor auch eine Endabrechnung bekommen für Gas. Keine Ahnung. Ich muss jetzt hier nochmal gucken. Gucken. Was ich da finden kann. Weil das, hier, das scheint ja das Ordner zu sein. Was hatte meine Sohn finden? Und da kann ich dann noch einmal gucken. Oh Gott. Ist das ein bisschen größere Zahl? Kann das sein? Das ist immer verschieden. Ne? Ist, auf jeder Abrechnung ist es anders. Ne? Kann das bei 16.000 sein? 16.000. Kann möglich sein. Okay. Na, aber dann gucken Sie mal rauf, dann zahlen Sie aber für 16.000 Kilowatt keine 45 Euro. Dann müssen Sie mehr bezahlen an Gas im Monat. Das weiß ich auch, Leute. Gucken Sie mal rauf, was zahlen Sie. Da steht ja auch drauf, was Sie monatlich an Gas bezahlen. Ja, 45, 31. Mit 16.000 Kilowatt bei der E.ON? Keine Ahnung. Das steht bei des Brief drin. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja? Nee, da bei uns zahlen Sie ja für 16.000 Kilowatt. Halt, Entschuldigung, ich hab noch. Oh Mann! Entschuldigung, mein Fehler. Chaotik. So, 16. Nö. Ich hab mich jetzt ein bisschen. Ich hab eigentlich 16.000, 20.000 angegeben, mein Fehler. Oh Gott. So, jojo. Oh, okay. Ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Ja. So ist es. So. Wenn wir jetzt schon bei Deal machen, möchten Sie vielleicht ein Ziege erwerben? Hallo. Ja, ich höre schon. Ja. Also, erstmal gesagt, bei Gas sind Sie günstig. Wundert mich eigentlich, weil die E.ON eigentlich teurer ist als wir. Ja, das, ne, bei Gas das Manager, gut Freund von meinem Nachbar, und das ist ein Ziege geben. Nein, ich möchte keine Ziege haben. Ach so. Kein Zieglein. Ne, das sind Großen. Das kann man essen. Ja, ich glaube Ihnen das, ne? Aber nein, ich weiß ja nicht, wohin damit alles. Kühlschrank. Für so einen großen Kühlschrank habe ich auch nicht. Mein Kumpel, das gefriert zu in Hackern. Kann ich Sie seine Telefonnummer geben? Oh, tut mir wirklich leid. Ich bin ganz allein. Ich kann nicht so viel Ziege essen. Ja, das kann man ja lange Einfrierung machen. Ja, aber für einen ganz allein, dann gehe ich lieber in irgendwo eine Gaststätte, wo ich die Ziege essen kann. Und das ist ja viel teurer. Ja, ist teurer, aber mal kann man sich das mal gönnen. Oh Gott. Sie wissen gar nicht, was Sie verpassen. Ja, ich glaub's Ihnen. Oh. Ne? Oh. Na, aber. Nein. Wir können keine Deal machen. Können wir keinen Deal machen. Strom zu teuer, nee. Und Sie keine Ziege brauchen. Nein. Nein, wir können keinen Deal machen heute. Oh. Ne? Was Ziegensteak essen? Ja, aber wissen Sie was? Ich bedanke mich fürs ganz nette Gespräch mit Ihnen. Ja, sehr gerne. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, ne? Ja, den werde ich haben mit Ziegensteak. Na dann, guten Appetit, ne? Ja, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschö.